dann kostet es halt nur noch 3,5. Das würde dann so laufen, dass Raven halt Notizzettel macht mit diesen Codes drauf und Name und wofür der ist. Und wenn die dann hierher kommen, dass wir, also ich krieg dann die Namen von Raven und dass wir den dann hier einfach, hier kann man ja durchstreichen und Den so, Code und dann abgleichen so. ist der halt nicht mehr gültig danach. So, das ist eigentlich das Einzige dazu. Gut. Wenn da jemand noch Ideen hat, was man da noch so als Wert irgendwie reinmachen könnte, immer her damit. Ich fand halt irgendwie so, scheint für eine Tür ein bisschen albern. Ja, aber wie wäre es mit einem für einen Deswegen. Satz neuen Reifen oder so? Ja, würde ich aber erst machen, wenn wir auch wirklich das Reifen wechseln können. Genau. Dann noch eine Sache, Alex, wenn du dann noch Zeit hast, dass du gerne Charlie Mit Charlie die einstellst Akten. und da Akten und sowas, ne? Machst. Des Weiteren hat Raven angefragt, ob er bei uns arbeiten kann. Ja. Wer halt. Wenn er dafür Zeit, also ganz selten mit Ich habe ihn mir gefragt, wenn auch. er das zeitlich hinkriegt, habe ich damit kein Problem, aber er muss es dann zeitlich hinkriegen können. Er sagte dann nur, dass er dann ab und zu mal Radioshows hat von 20 bis 22 Uhr, aber sein Black Guardians-Kram ist da ja auch noch. Es ist einfach im Eben. Moment so, dass wir sehr wenig Aufträge bei den Black Guardians haben. Also ich wollte gerade sagen, wir haben hier zwei Beispiele, die das auch unter einen Hut kriegen. Also mich soll es nicht stören, wenn er das wirklich möchte. Also ich habe damit auch kein Problem. Im Moment ist bei den Black Guardians wenig zu erledigen und wenn er dann halt mal zur Radioshow weg ist, dann ist das halt so. Wir sind ja auch manchmal dann, keine Ahnung, im Hotel und essen was oder machen andere Sachen noch nebenher Kurz und sind hören. dann auch mal kurz nicht da. Von daher habe ich keine Probleme, was Raven betrifft. Mir soll es egal sein, ich komme mit den Black Guardians eigentlich Ja, relativ das gut ist halt aus. so die Also. Aussage, wie immer, wenn die Leute zeitlich genug hier sind, trotzdem, trotz Zeitjob und sowas, Ich meine, wir können ihn ja jetzt anstellen, habe ich wir da können ihn nichts ja gegen. anstellen, so ist es nicht. Und wenn es halt, wenn man merkt, okay, es macht keinen Sinn, dann gebe ich euch da die Rückmeldung. Und oder spreche halt Raven selber darauf an. Genau. Und dann wisst ihr halt auch Bescheid, okay, macht keinen Sinn, dann geht er halt wieder. Aber so jetzt fürs Erste habe ich definitiv kein Problem damit. Gut, dann werde ich ihm da positives Feedback zugeben und dann soll er sich melden, sobald er sein Einstellungsgelöt führen möchte. Machen wir auch als Azubi, damit er sich hier zurechtfindet und dann. Alles da. Ja. Ich weiß ja nicht, Alex, ob du das mit den Akten vielleicht mit Jaden und Dings, sofern sie können, direkt verbinden möchtest. Ja, ich müsste jetzt nur gleich nochmal. Wie lange bist du heute hier, Charlie? Ich hätte nur ein bisschen Zeit. Aber ich würde das auch zusammenlegen. Also ist ja logistisch dann besser, wenn man das einmal erzählt, ne? Ja, ich frage die beiden gleich mal, weil ich müsste jetzt leider mal kurz irgendwie eine Viertelstunde Ja, mich das ist ins ja Auto kein Thema. legen. Gut, Ansonsten dann wäre gibt es jetzt morgen auch okay. von Geschäftsführerseite nichts mehr. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Dann jetzt. Eine fehlende Scheibe. Ja, na gut, abgesehen von der fehlenden Scheibe. Nö. Gesagt, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Ruft mich dran, wenn ihr Hilfe braucht. Wenn ich da bin, komme ich definitiv. Schreibst uns das am besten auch nochmal auf Original mit ans schwarze Brett. Ja, einfach, dass wir das schriftlich nochmal irgendwo haben. Dass ich momentan Mitarbeiter zu Abrufen zum Abruf bin. Mikrofon Also muted. wenn ihr irgendwie. Wenn ihr irgendwie da die Hütte brennt, weil ihr 20 Inspektionen auf einmal habt, oder keine Ahnung, Helper sagt, wo ist Denver, wo ist Denver, wo ist Denver, ich will eine Inspektion am Dukes, dann. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Muss nicht, wir müssen halt nur Bescheid wissen. Darum geht's. Und gerade die Werkstattleitersache war uns wichtig, weil nicht, dass du jetzt hier einen Affen machst, weil wir Rea zum Werkstattleiter gemacht haben und ich nicht. Weißt du, Ganz ehrlich, das wollten wir halt berücksichtigen. Einfach sehe dir ich zuliebe. ähnlich. Einfach dir zuliebe, weil du schon länger halt hier bist als Ria. Hättest du quasi Vorrang. Ja, ich sehe sowas aber unter dem Aspekt der Zeit, die man gerade investieren kann, und das ist bei mir einfach nicht mehr so viel, wie es mal war. Ja, okay. Alex meldet sich. Ja, Ja, Alex, bitte. ganz kurz, weil ich muss echt kurz dringend weg. Meld mich nachher bei dir. Oder wenn du hier Microphone bist, sehen wir uns eh. activated. Ich frage die beiden noch eben, ob die auch noch da sind später. Dann mache ich das alles mit denen.
Okay. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken. Würde ich mich erstmal ganz schnell verabschieden. Ja, hallo? Immer doch. Gut, dann erstmal bis später. Jo, bis später. Tschüss. Ja, bis später. Danke. Ja. Gut, Ja. Gut, ich hoffe, Konal kann mit dem Heimrohr zuhören. Dann würde ich das hier jetzt. Der ist noch da. Geht Dinge machen. Aber natürlich. Gut, dann. Gut. Zu Artetek in ungefähr 5 Minuten. Gut, dann sehen wir uns später. Alles klar. Ja. Jo, wiederhören. Bis gleich. Tschüss. Was denn, wenn du dann der Meinung bist, hat keinen Sinn mehr bei dir, das auch. Fuck. Ja, ich muss jetzt. Fuck. Nochmal. Das ist bestimmt Franz. Ria? Nee, Sepp bestimmt, oder? Der Meier Sepp. Ja. Bei den Guardians ist auch gerade eine Besprechung. Ja. Gut, ich bin auch mal weg. Macht gut. Herzlich eingeladen, da jetzt auch noch mit mir eben hochzufahren. Also wenn sie schon vorbei ist, erzählt Aiden uns nochmal alles. Okay. Und ja. Ich muss noch mein Motorrad holen. Gut, dann quatsche ich kurz mit Percy, dass wir da schnell hochfahren. Ja. Ebenfalls für den LKW. Und ja. Immer noch. Ey, bist du jetzt im Dienst oder nicht? Das war quasi... kam ja was dazwischen, bevor das klappen konnte. Sagen positiv, so. Ich bin sofort für dich. Ja, das ist weg. Manchmal ist das halt alles gut, nicht so einfach. Ich kehre jetzt nur schnell ab, dass hier das unten cool, der Charlie nicht alleine steht und dann fahren wir so. Percy? Ja, bitte. Wir haben noch eine kurze Besprechung oben bei den Guardians. Ich würde jetzt schnell mit Walter hochdüsen. Ja. Und bin danach wieder hier unten. Okay. Soll ich Raven Bescheid geben oder machst du das? Kannst du gerne tun. Gut, dann mache ich das. Warte jetzt. Alles klar, dann, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich ein Auto hier irgendwie rankriege. Bist schnell mit dem Neon da fahren. Da hinten war ein Taxi. Ja, wäre cool. Weil ich wollte nicht aufs Moped setzen. Hier ist der Neon. Bitte sehr, fahren Sie bitte vorsichtig, das Auto ist recht flott. Ja, das ist der blaue, ne? Ja. Gut. Alles klar, dann düsen wir... Okay, danke, Percy. Jo, dann rück du den Sitz ganz nach hinten, dann soll das gehen. Ja, das mache ich jetzt noch schnell. Gut, dann bis gleich. Also, Percy. Ja? Ich versuche mal, die Tage jetzt öfters wieder zu kommen. Ja, du, wie gesagt, wenn wir das wissen, dass du nicht groß kannst, ist das okay. Wir hatten nur halt gar keine Meldung und da dachten wir, ja, ich weiß, was ist mit los. Ja, es war alles ein bisschen sehr drunter und drüber momentan. Ja, ist vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Und wie man wahrscheinlich hört, bist du auch ein bisschen angeschlagen. Ja, genau, deswegen werde ich auch jetzt wieder abzischen. Gut. Alles klärchen. Wisst ihr Bescheid. Jo. So, Percy, ich habe euch jetzt kurz hier den Hof freizukriegen mit allem, was hier repariert werden muss und dann... Jo, alles klar. Und danke fürs Verständnis. Ciao, ciao. Jo. Versteckt mich. Tschüss, Mann, bis demnächst. Was geht da? Du bist das, Noelli. Nein. Hast du Kleidung an, die ich gar nicht gewohnt bin? Ich hatte jetzt jemand vollkommen anderes erwartet, als ich kurz über den Blick habe. Ich hol's abends. Jo, mach das mal. Bis später. Jo, ich hab mein Auto zwei Tage im Parkhaus uneingepackt stehen gelassen. Ich jetzt endlich ein gelbes Auto gekriegt. Ja, hab ich bekommen. Aber, das ist wunderbar. Habt ihr Radio? Ich hab die Leute mich erinnert und Bescheid gesagt, dass da jemand ist und dann haben die Nummern ausgetauscht. Ich weiß, kein Parkplatz, aber da waren so viele Menschen, als ich mich gerade gelegt habe, was für eine Gruppe Menschen später, ich muss... Da ist doch jetzt da vorne Platz. Wo die gerade... Eine Scheibe und ein kleines Radio. Ja, aber es gibt halt Leute, die vor dir dran sind. Ach so. Ja, aber ich wollte ein Radio, ich habe jetzt ein Radio. Ja, gut, dann kannst du jetzt erstmal dein Taxi holen, falls du eine Reparatur benötigst. Oder kommst du nur so vorbei? Ich komme nur so vorbei, einfach mal. Ach so, okay, Elli, dann darfst du doch. Ja, ich habe überlegt, ob das der neue Poi ist hier. Dann fahr du mal bitte rein und der andere, den Nate gerade holt, der wird draußen platzen. Der wird draußen platzen, ja. Ja. Die ihren Wagen hier von zwei Automaten auf die gelbe Fläche stellen. Ach so, haben wir drei gerade oder was? Ich bin gerade da und du bist gerade da. Ich dachte, du. Und der Praktikant ist gerade da. Ich meine wegen Kundschaft, weil ich habe Ende jetzt gesagt, die soll reinfahren. Ja, dann stellt der sich halt hier draußen. Okay. Kleine Korrektur bitte draußen hinstellen. Hier auf die gelbe Fläche.
Dann machst du ihn, dann mache ich... Wenn du nichts dagegen hast, schnapp ich mir den Praktikanten, weil der möchte alle vier Reifen gewechselt haben. Okay, ja klar. Gut, Charlie. Ellie, ich kümmere mich um deinen Fahrgestell. Ja. Ich hole die vier Reifen raus. Nicht, und wir, Leuchtmittel, habe ich gerade gesehen. Und Leuchtmittel kriegen wir auch noch hin. Okay, perfekt. Und dann bauen wir ihm die Dinger an. Ich gehe dann schon mal die Lampen holen, ne? Vorne? Ja, vorne. Warte mal, ich kann nur gucken, welchen. Na, hier auf der Seite, ich sehe schon. Da vorne links. Ja. Ja, das kriege ich hin. Gut, dann gehe ich mal eben eins holen halt und dann gucke ich mal. Jo, ja? Danke dir. Jetzt sagt er doch was. Machst du die Reifen auf der anderen Seite? Ja, losmachen musst du, ich habe mich noch nicht eingestempelt. Ne? Na dann geh schnell hoch und stempel dich ein. Ah, gut. Mach ich den gleich. Du musst ja nicht für lau arbeiten. Neuer Reifen für vorne. Dann schon mal die Lampe hier vorne rein. Ja, und die Motorhaube möchte der ja auch wieder angebaut haben. Ich baue ihm dann die Motorhaube wieder an, ja. Okay. Ich gehe dann schon mal hoch. Stichwort. Jo, mach das. So, gut, für die Scheibe würde ich dir $15 berechnen. Wird's denn? Oh, das sollte das Problem beheben. Wunderbar. Eine Rechnung. Wir haben zwei Reifen, eine Motorhaube, zwei Leuchtmittel. Hier. Jupp. Bitte schön. Vielen Dank. Geben Sie dem Traktikanten ruhig Trinkgeld. Okay. Ich brauche keins. Optional müssen Sie nicht. So, halber für die gute Arbeit. Muss ja auch entlohnt werden, ne? Okay. Dankeschön. Bitte schön. Eine gute Fahrt noch und schönen Abend. Dankeschön. Noch. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Charlie, holst du mal wieder eine Scheibe von drin? Bist du so nett? Verstanden. Alles klar. Dann dir angenehm. Hey Ellie, weißt du was da draußen?
Gummi da richtig ran. Ist Ria eben mit deinem Neon weggefahren? Ja, weil sie nur das Motorrad hier hat und Walter angeschlagen ist und ist zu zweit auf dem Motorrad wahrscheinlich nicht so geil. Da habe ich ihr gesagt, hier einen Schlüssel kurz. Damit sie einen Fahrbahnuntersatz hat. Weil mein neues Blyant-Mobil, das will ich selber fahren. Achso, wie viele Dominator habt ihr mittlerweile bei Bennys im Umbau? Der von Jester und Willi, der war ja gestern, das war der rotlackierte. Ich habe einen, Stan hat einen und wir haben einen von Sam gerade im Umbau. Die Ellie ist aber Jester meinte, er hat gestern noch 5 Standard-Dominator verkauft. Also die was? Nee, mittlerweile sind es glaube ich 7. So, kann sein. Gut, ich habe einen Anruf. ACLS Eusen. Ja. Du kannst keine Rechnung stellen, wa? Ich? Nee. Ich kann dir eine Rechnung stellen. Nimmst das als Trinkgeld. Wo arbeitest du denn? Hä? Wo arbeitest du denn? Danke, euch werfe ich kein Geld in Rachen. Oh wow! Sie Arsch. Cool. Hab ich Trinkgeld und? Gekriegt. Praktikum schon beendet? Nö, aber. Oder noch nicht? Hast du den Chef doch nicht bequatscht? Naja, ich soll jetzt Aktenzugriff kriegen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das alles weitergeht. Schauen wir mal. Ich bin zufrieden hier und ich quengel da auch nicht, dass ich befördert werde oder so. Was gefällt dir hier? Na klar. Das ist doch schon mal viel wert. Das ist doch schon mal viel wert. Denver! Ist mein Name, schrei mich nicht so an. Hasi, Schutzi, Mausi, Schnucki. Bitte, was? Ja, weißt du, wenn ich nett zu dir bin, dann möchte ich irgendwas. Ja. Muss den mal einstellen, richtig befördern und so. Ich bin hier nicht Chef. Ja, da steht Chef, gib Chef Arschtritt und mach, lass machen. Ist längst geplant, dass der eingestellt werden soll. Warum nicht machen, sondern nur reden? Da hinten steht der Chef, kannst mit dem klären. Ich muss jetzt quasi los. Der telefoniert. Ich muss jetzt quasi los und verabschiede mich. Tschüss, Denver. Ach, ist er außer Dienst gegangen? Mhm. Überleg, dass er das Auto vielleicht doch mitnehmen sollte. Nee, ich hab nur Percy Tschüss gesagt. Ist so. Also, ich lauf weg, ich will das Auto brauchen. Ich hab mich schon gerade gefragt, wem wohl das Auto gehört. Er hat's ja dahingestellt. Ey, das Lied war nicht mal scheiße. Denver kann ja doch vernünftige Musik hören. Ich hab mich gerade geärgert. Ich hab mein Auto da hinten auf der anderen Seite von diesem. Ist das ein Fluss, ein Bach, ein. Kanal? Ist so ein bei dem Medics so ein Parkhaus. Ich hab mein Auto da drin stehen lassen. Eingeschlagene Scheibe gehabt und mein Radio war weg. Oh. Weißt du, als hätte ich nicht schon genug gedönst momentan am Hals. Und noch so eine Scheiße. Aber wenigstens nur bei dem Paradise und nicht bei meinen teuren Autos. Wie viele Autos hast du denn? Ich glaube, da wäre ich ausgetickt. Wie viele Autos hast du denn? So viele gar nicht. Warte mal, ich guck mal, was das ist. Und ich habe ein Fahrrad, 2 Motorräder und 6 Autos und ein Jetski. Mikrofon aktiviert. Was, ein Jetski? Mhm. Wo kriegt man hier ein Jetski her? Wo kriegt man hier ein Jetski her? So. Die Jetskis, die gibt's unten am Hafen. Genau, da gibt es so einen Bootsverkäufer, der auch so ein Boots verkauft. Weißt du, wo die Fahrschule ist? Nee. Er ist noch recht frisch hier, alles weiß er noch nicht. Ja. Apropos Fahrschule, ich werde mal meinen Führerschein verlängern lassen morgen. Hab ich schon gehört, dass er das gemacht hat. Ja. Ist eigentlich schon mal unsere neue Beleuchtung aufgefallen? Leuchtung? Wir haben da vorne Laternen, die waren vorher nicht da. Hat das Bauamt noch aufgestellt hier. Ja, jetzt sehe ich sie. Ja, ne? Fällt ich habe sie wahrgenommen. Genauso wie der Strahler hier oben, den gab es vorher auch nicht. Hm? Hinten auf dem Mitarbeiterparkplatz haben wir auch noch einen. Gott.
Also Teilstromrechnung will ich jetzt nicht haben, ne? Da ist doch mal der richtige Antrag sind ja, genehmigt. Sind ja Lampen, die die Stadt aufgestellt hat, ne? Tragen die ja. Ja, dann. Für die öffentliche Sicherheit doch wichtig, ne? Wenn genau, so schmuddelige Beleuchtung, das erhöht die Kriminalität und alles. Es ist vor allem halt für unsere Arbeit immer sehr mies, wenn man keine Taschenlampe dabei hat und hier im Dunkeln ein bisschen rumsteht und da was? Da Elektronik rumverwerkt. Ach, hast du dir eine besorgt? Ich habe mir eine besorgt. Ich kann nicht mehr ohne leben. Ja, Taschenlampen sind super. Oh ja. Da sieht man wenigstens, was man da schraubt, ne? Und muss nicht richtig, fühlen. Richtig. Ach ja. Ist ja aufgefallen, das Wasser an den Automaten war heute umsonst. Ist heute irgendwie ein Feiertag oder so? Was? Hier auch noch? Weiß ich nicht, ob das schon wieder. Oh ja, Wasser besorgt. Das ist irgendwie teuer wie Sau sonst, ne? Ja, irgendwie. Ich hab keine Ahnung, warum das so der Fall ist. Heute hab ich die Limo gekauft. Ich kauf mir auch ein kostenloses Wasser. Geil. Beim Kauf kauft man sich dann? Nee. Zahlt ja nichts. Also man zieht sich ja das nicht. Nur hier raus. Ja. Aber jetzt muss man erstmal gucken, ob das überhaupt ein vernünftiges Wasser ist. Also, wer hat das noch? Ich glaube, Ria hatte da gemeint, dass das an der Fahrschule, nee, Sam, an der Fahrschule ist das wohl auch der Fall an dem Automaten. Vielleicht spinnt das Automatensystem aktuell ein bisschen. Ria hatte mir gesagt, dass bei dem Medical Center. Vielleicht haben sie auch gedacht, jetzt, wenn so eine Hitze ist, dann ist es gut, wenn die Leute mehr trinken und dann ist es irgendwie so eine. Auch mal, ich weiß es nicht, ich habe nichts drüber gelesen. Medical Center und Cops sollen da bei den Wasserspendern kostenlos Wasser haben. Die Friseure haben auch einen, den wir hinten stehen, als wenn du da Kunde bist. Und wir sollen glaub, hier ich, auch ich, schon ich, einen beantragt haben, so ein Wasserspender. Lass mir meine alte Frisur wieder machen, dieses plattgedrückt ist, ich mein's. Ja, mach wie du denkst, Ellie. Ja. Wenn sich so ein Kunde hier mit letzter Kraft herschleppt und ja. Ich durste, trockener Hals, dann muss man doch einen Wasserspender anbieten können. Ja, na, ich hatte damals, wir haben die Automaten ja zur Snacket-Zeit aufstellen lassen. Nee, noch vor Snacket, oder? Habt ihr noch nicht bei DMT Tasty? Die habe ich bei Belfond oder noch bei meinem Ex? Belfond hat die dann auch. Belfond hat die aufstellen lassen. Ich noch bei Daryl? Nee, ich hatte ihm das gesagt und dann hatte er das aber abgegeben und dann. Ah, da war das dann schon so spät, ja. Ja, das hat sich halt auch einfach nicht gelohnt, diese Firma, ne? Das war so vergebene Liebesmühe, was wir da an Arbeit reingesteckt haben. Ich habe das Automatensystem, habe ich jetzt einer anderen Firma ans Herz gelegt, ob die das nicht vielleicht machen wollen. Die Transport Inc. geht nämlich zurzeit von Firma zu Firma und fragt nach Lieferungen für Essen, Trinken und sowas. Mhm. Da habe ich gemeint, du, wenn euch das zusagt, versucht ihr das doch mal. Vielleicht kriegt ihr das Ganze besser hin. Kippenautomaten nachfüllen ist eine Goldgrube, ey. Ich habe hier schon 27.000 Kippenautomaten abgeklappert. Hätte ich keine Geschenke bekommen. Also, da muss man halt sagen, Zigaretten herstellen ist mit einer der einfachsten Sachen. Was du holen musst, der Trockner steht hinten in der Grove Street. Da musst du halt auf alles gefasst sein. Ist eine gefährliche Gegend. Ja. Die richtigen Leute kennen sozusagen. Ja gut, die kontrollieren halt dein Auto, fragen, was du da machst. Die haben halt Angst, ausspioniert zu werden. Ne? Deswegen hast du mal schnell eine Pappgun im Gesicht hängen. Aber die haben mich dann beziehen lassen. Der Meier ist ja wieder. Ja, ich bin's nochmal. Entschuldigung. Ja, du, alles gut. Habt ihr gerade ein bisschen Zeit irgendwie, Luft irgendwie? Ja, kannst. Ja, was liegt denn an? Nur die zwei leicht, die Lampen vorne, dass die wieder funktionieren. Ja, dann fahr mal vor, dann tausche ich dir die Böhnchen aus. Gut, merci. Was ist eigentlich mit dem Xenon-Licht denn jetzt mittlerweile, dass man da das ist? Nee, leider nicht. Also soweit mir bekannt. Das ist echt ärgerlich, ne? Weil man im Italien sah am ersten das Jahr so geil aus für die Xenons. Absolut. Ich finde, es ist auch einfach generell schöneres Licht. Hm? Du siehst halt einfach mehr als dieses, als bei diesem gelben. Hm. Ich hätte das ja auch gerne in meinem Tornado, ne? Ist eigentlich ein Klassiker, wo du das gelbe Licht eigentlich drinnen lässt. Hm. Aber einfach zwecks der Fahrsicherheit hätte ich auch da gerne Xenon drin, aber. Bisher klaut wird es immer wieder geklaut von Leuten anscheinend. Vielleicht lässt sich damit gut Geld machen, keine Ahnung. Mhm. Aber vorhin, als gut, ich Taxi gebraucht hätte, war keins da. Und jetzt steht hier ein Taxifahrer. Jetzt ist eins da. Ja. Wie immer. Hast du mir mal bitte, während ich die Böhnchen hole, die Motorhaube auf und wenn du möchtest, ersetze ich dir auch deine Fahrerscheibe, die du eingeschlagen hast. Ja, das wäre super. Das geht ja eh auf Firmenkosten, gell? Die trägst du erstmal. Die trage ich erstmal. Du musst sie dann von deinem Chef wiederholen quasi. Ja gut, das machen wir dann. Das ist kein Ding nicht. Na? Wir hatten früher eine. Ach jo. Ja. Warst du dich denn schon ein bisschen eingelebt? Oder bist du nur am Arbeiten hier? Ja, doch, schon ein bisschen eingelebt.
Ich habe mir mal ein anderes Hotel angeguckt, das hat ja auch schon eine schöne Aussicht gehabt hier. Hier hinten irgendwo in die Richtung. $90 hat es gekostet für die Nacht. Ja, ist schon relativ teuer, ne? Oh ja. Warst du oben im Weinwood Garden oder wo? Weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ja an meinem Schlüssel eingeritzt. Ich muss mal gucken. Ich kenne das nicht. Ja, die haben ihre Schlüssel schon beschriftet, damit man auch mal weiß, wo man den Dreamview Motel. Zimmer Nummer 16. Ah, okay. Da oben, Halido B. Ach, da bist du da ganz oben bist du gefahren. Na, ich sag mal so, wo der Flieger hier gelandet ist, da wurde ich von einem netten Taxifahrer da oben abgesetzt. Da sagt er, da ist der Registrierungsprozess alles schön aufeinander und so. Und da nimmst du ja das ist im Hotel. Genau, da hast du das Warehouse, da hast du erstmal die Birnenbäume und da kannst du dich da erstmal ein bisschen, ne? Ja, da gab's da oben erstmal orientieren. Am ersten Tag, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, da habe ich dann auch noch Tipp gekriegt, ich soll ein bisschen Birnen sammeln, dann kriege ich ein bisschen Geld und so. Mhm. Jo. Ja, ich erinnere uns alle noch an unsere ersten Tage hier. Ja, beide bitte. Ist schon eine Weile her bei mir, aber... Aber jetzt mit einem geregelten Einkommen ist das ja jetzt auch nicht so wild, mal einmal am Tag $94 oder so zu zahlen für so ein Hotelzimmer. Ich wollte gerade sagen, das geht ja, ne? Sogar noch mit Parkplatz fürs Auto bei so einem... Darf ich ganz kurz stören? Ja, natürlich. Habt ihr die Telefonnummer vom Schwab? Vom Up in der Turm hier, die private Handynummer? Vom Häberle? Ja. Nee, ich hab den nicht. Was nicht? Du auch nicht, hallo, oder? Mein Schatz. Gut, dann würde ich dich bitten, kurz mal einzusteigen, das Licht anzumachen. Machen wir einen kleinen Lichttest, ob die auch gehen, die Böhnchen. Ja, ja. Ich dir deine Scheibe wieder ein. Also wenn wir reparieren, geht die Diebstahlsicherung immer wieder rein. Ja. Muss ein bisschen aufpassen. So. Ja. Ich bin mal kurz im PD. Push Spider. Mach's gut, schönen Abend dir. So, dann komm mal her. Ja. Dann Scheibe $15, die Lichter jeweils 10. Bist du bei 35? Super. Das tut keinem weh, würde ich behaupten. Nein, das passt. Gut. Jo. Der ist leer. Hab ich gerade versucht, da geht er nicht drüber. Der hatte mich vorhin angerufen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da hin soll zu ihm oder. Warte, ich ruf den einfach mal an, weil oder ich gebe ungern. Ich gebe ungern Nummern raus. Er ruft gerade an. Ach, ja, dann. Den anderen gebt Meier. Hey, Walle, servus, grüß dich. Ja, jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei. Sag. So, was ich mit dir jetzt schon mal mache, ist deine Azubi-Beförderung. Der muss. Oho. Ich schon zum Angestellten gemacht, ne? Was zur Hölle? Ich weiß nicht. Ich wollte den Charlie gerade zum Azubi machen, da sehe ich, er ist Angestellter. Was vorhin schon gemacht? Ja, das ist der normal. Nee. Eigentlich hatte ich eben. Ich hab grad einen Anruf vom Smith gekriegt. Ich muss nochmal kurz ins PD, bei dem ich was fragen, keine Ahnung. Ja, naja, solange das nicht ewig dauert. Ich meld mich dann. Hab ich deine Nummer schon, Charlie? Ich glaub nicht, ne? Nee, ich glaub nicht. Moment. Ich geb dir mal eben meine. Hab hier auch noch eine Visitenkarte. Dann mach ich das nochmal runter zum Azubi, ne? Kannst du mir deine nochmal geben, bitte? Ja. Ja, oder? Wann warst du? Du bist Lehrling, alle. Wie bist du mit den beiden Medics verblieben? Meinten, sind beide auf jeden Fall noch so bis 1 oder so da. Ja. Ich ruf die dann an. Wenn sie da sind, sind sie da, sonst mache ich das halt mal anders mit denen. Mhm, okay. Also eben gucken, was das Mister von mir will. Keine Ahnung. Ich melde mich dann bei dir auf jeden Fall. Wie lange bist du? Bist du nach der Sonnenwende auch noch da? Oder? Na klar. Ja. Ich meine, also wenn dann alles scheitert, können wir das doch morgen machen, ne? Aber ansonsten, ich bin nach der Sonnenwende noch da. Also wir machen Laden dann möglich, nach wie vor nur zu. Wenn du das privat noch machst. Ja, ich melde mich dann. Fahre ich noch ein bisschen um über die Insel. Ja,
Sondern einmal kurz im Busch und dann. Jo, Speedy. Alles klar, ich melde mich. Jo, bis denn, ja. Gut, dann rufe ich jetzt mal den Jester an, der hat einen Notfall. Der telefoniert gerade. Alles. So, du hast jetzt auch oben Lagerzugriff und sowas, ne? Falls du Essen trinken brauchst, kannst du dir da rausnehmen. Ja, meistens nehme ich mir das selber. Ich krieg ja Geld und so. Ne? Ja, aber es ist für Mitarbeiter da, also wäre blöd, wenn du es nicht machst. Bloß wenn andere Mitarbeiter das irgendwie selber erarbeitet haben, dann möchte ich das auch nicht wegessen. Ne? Das wird für die Firma gemacht. Also da isst du niemandem was weg. Das ist für euch da, da könnt ihr euch bedienen. Okay. Ja, also wenn da einer losfährt und Weizenbrot für die Firma macht, dann ist das für jeden. Okay. Da musst du nicht bescheiden sein. So, und ich bin auch nicht bescheiden, deswegen gehe ich mir jetzt Brot holen. Dann hole ich mir auch was. Ja, grüß dich. Ja. Okay. Der Box. Ja. Jo, dann sag mir doch mal, wo du bist, dann gucke ich mir das mal an. Auf deinem Handy, auf der 3, hast du da so ein GPS. Genau. Du bist ja gar nicht weit weg, alles klar. Gut, komm ich rum. Alles klar, bis gleich. So, wir haben einen Auftrag, ich würde dich mitnehmen. Jo, sofort. So. Alles klar. Kannst du jetzt hier, wie gesagt, im Lager auch selbstständig die Reparatursets rausnehmen? Ist so. Halt immer ganz gut, wenn du eins, zwei dabei hast. Die befinden sich im Produkteregal. Wenn wir außerhalb sind, brauchen wir die Reparatursets. Das ist genauso richtig. Zwei. Okay. So, gut, dann fahren wir mal eben. Ich nehme auch eben meinen Privatwagen. Ich habe jetzt keine Lust, einen Abschlepper auszupacken. Das wird, glaube ich, so gehen. Du kannst jetzt hier auch, wenn du hier deine Emotionen betätigst, ja, ja. Genau, kannst du auch. Hat Maria schon gezeigt. Gut, dann mach mal zu hier das Tor derweil, wenn wir nicht da sind. Okay. Halt immer nur aufpassen wegen deinem Kopf. Sogar schon offen. Ja. Ja. Ah. Da liegen geblieben der Kunde oder was? Er meinte, er hätte sich irgendwo lang gewickelt. Keine Ahnung. Er meinte, ein Licht ist auf alle Fälle kaputt. Gucken wir mal. Ich glaube halt nicht, dass wir ihn abschleppen müssen. Das würde nur ein Blechschaden sein. Oh, da links. Guten Abend. Hallöchen. So, Svensson, grüß dich. Was passiert? Hi. Ja, ich habe das gleiche versucht wie du, und zwar zu driften. Hat nicht funktioniert. Gut, ja, was genau ist denn passiert? Ja, ich habe mich einmal überschlagen, bin wieder auf allen vier Reifen gelandet. Okay. Motor läuft auch noch, aber irgendwas klappert vorne rechts.
Was klappert vorne rechts? Und hinten rechts ist das Licht kaputt. Machst du mal bei dem Kofferraum auf, damit ich da an das Licht komme? Ja, da zeige ich dir jetzt die nächste neue Eigenheit seit dem Überschlag. Ja, Moment, Anruf. Arzeles, der Olsen. Jetzt ist der Kofferraum noch auf. Noch haben wir auf, ja. Wir sind aber gerade noch auf dem Außeneinsatz. Komm hin, ich mach das dann gleich noch. Ja, alles klar. Jawohl. Gut, ja, dann muss ich das Licht hier von hinten rausnehmen. Hilft ja nichts. Okay. Würdest du dir dann angucken, was da vorne am Klappern ist? Na klar. Ich denke mal, die Aufhängung hat sich irgendwas gelöst. Nehmen wir noch die Motorhaube auf? Was mit der Lenkung zu tun hat. Ja, machst du eben da die Motorhaube zumindest auf, dass ich von oben noch mal gucken kann? Ja, klar, das ist kein Problem. Manche Sachen sieht man von oben schon ein bisschen, wenn da das Gestänge schief steht. Moment, irgendwas passt hier gerade nicht. Kleinen Moment. Jetzt will mich das Auto aber... Also diese Fernbedienung, die ist ja wohl... Vielleicht ist die Batterie auch schon ein bisschen leer. Der Akku oder was da drin ist. Nee, geht gerade nicht. Kleinen Moment. So, na gut, ich glaube, die Motorhaube ist bei dem Ding nicht zu öffnen. Da wirst du dich wohl drunter legen müssen. Hilft nichts. Okay. Muss also mal gucken, was da hinten. Geht das alles mit dem Schlüssel, aber irgendwie. Ich müsste hinten noch eine alte Decke im Wagen haben. Kannst du dir drunter legen, damit du dir nicht so die Klamotten einsaust. Okay. Oh Mann. Ich geh mal raus. Ja. Da haben wir sie. Das hat man nur davon. So. Gucken wir uns das hier vorne mal an. Und da müssten wir was oben. So. Also hier im Radkasten, also da hat sich eine Halterung gelockert, also ich kann die erstmal ein bisschen festziehen. Ja. Ich denke mal, das war diese Halterung vom Querlenker, die hat sich ein bisschen gelockert gehabt und deswegen hat das immer so gegengeschlagen ein bisschen. So, warte, ich werde mal das Dach noch ein bisschen ausbeulen von innen. Ah, ja, kleinen Moment. Kannst du mir das nochmal aufmachen? Ja klar, bitteschön. So. Gut, das sollte reichen. Ja, super. Ansonsten hat es das ja ganz gut noch überstanden. Ja, ich hatte auch viel Glück dabei. Ist wohl massiv gebaut, glaube ich. Ja, das sind die alten Autos, die sind da eh so ein bisschen besser als die neuen, ne? Ja, ein neues Auto wäre schon total schaden. Da wäre ja schon Flüssigkeit ausgelaufen ins Steuergerät und dann hätte man das noch tauschen müssen und Halleluja. Genau. Oh, die haben ja nicht nur eins. Dann wäre das hier deine Rechnung? Ja, das bezahle ich natürlich gerne für die schnelle Hilfe, ne? Hier ist die Karte. Ja, ist ja nicht weit weg, ne? Gut, alles klar. Dann würden wir wieder zur Werkstatt fahren. Da wartet die Annie und die brauchen mir auch noch was. Die kam schon ins Schwitzen, weil wir dann gleich zumachen. Ah, ich bin nur froh, dass er so schnell helfen konnte. Alles gut. Ja, klar. Gut, dann dir noch einen angenehmen Abend und fahr vorsichtig. Ja, gleich um 0 Uhr sind wir im Feierabend. Ja, okay, da weiß ich Bescheid. Ja, alles klar. Dann mach's gut. Ciao. So. Im Normalfall fahren wir eigentlich immer mit den Einsatzwegen, aber irgendwie hatte ich Lust, mit dem jetzt zu fahren. Ja, da brauche ich aber alles auch noch Einweisung. Ich brauche erstmal den vorläufigen Führerschein und den werde ich dann morgen auch erstmal noch verlängern lassen.
habe ich von dem Kopfbuch noch so einen Tipp gekriegt, dass man den nochmal verlängert. Ja gut, das solltest, den solltest du aber verlängern lassen, wenn die Zeit dran ist, dass er abläuft. Ja, das wäre am 11. Weil sonst, das, sonst verschwendest du ja Zeit damit. Aber am 11. würde er ablaufen und dann mache ich das morgen, okay. Das der 10. Ja, okay. Einen Tag vorher geht das hin. Haben sie mir auch den Tipp gegeben, einen Tag vorher zu machen. Jawohl, Jester. Ja, wir hätten jetzt dann demnächst Zeit für dich. Ja, ne, die Annie wollte noch vorbeikommen, aber die ist noch nicht hier, die Crew. Die wollte direkt herkommen eigentlich. Ja, wir können ja auch alle vor Ort wechseln, ist auch kein Thema. Ja, na gut, das, um welches Fahrzeug geht's denn? Sultan. Wir bringen einfach mal 17er und 18er mit, das müsste eigentlich vom Zoll her passen. Abgesehen, du bist aber... Ja gut, da gucken wir, dass wir die wieder ein bisschen gerade schleifen. Kriegen wir hin. Alles klar, dann rufe ich jetzt nochmal die Annie an und dann... Ja. Alles klar, bis gleich. So. Ja, wird noch stressig, so kurz vor Feierabend. Ne? Ja, ist immer so. Ja, wo bleibst du denn? Muted. Go, go. Beweg dein Zuckerpopo. Ja, dann hättest du den Kunden warten lassen. Ja, gut, dann weiß ich noch nicht, ob ich nachher für die Zeit habe. Microphone activated. Trag, sonst würde ich den jetzt anfahren. Musst du jetzt. So, habe ich einen Firmenschlüssel noch einstecken? Schlüsselbund, Firmenschlüssel, habe ich den Einser. Okay, gut, dann auf zum Abschlepper. Wir müssen noch vorhin. Ich hoffe, in 5 Minuten kriegen wir das noch gewuppt bis dahin. Ach Gott, im Abschlepper fehlt ein Licht. Na gut, dann fährt halt der Reparaturservice mit dem Licht weniger durch. Warum auch nicht? Ich würde mal sagen, Challenge accepted, ne? Ja. Gut, zu West Los Santos. Zu den Abschleppern. Wir können hier oben das Licht anmachen. Müsstest du vielleicht, wenn du jetzt aus dem Fenster guckst, ein bisschen Strahlen sehen. Ist für uns nur ein Warnsignal, also für die anderen im Straßenverkehr nur ein Warnsignal, dass wenn wir was hinten dran haben, dass wir Überlänge haben könnten. Hm. Ja, also es ist kein, wie bei den Medics oder wie bei der Polizei, ein Sondersignal, dass wir schneller fahren dürfen. Bisher ist allerdings meines Wissens nach noch niemand mit dem Abschlepper angehalten worden. Wäre auch ein bisschen kontraproduktiv, ne? Wird man ja an der Arbeit gehindert irgendwo. Ja, aber wir haben ja keine Ausnahme, dass wir schneller fahren dürfen. Wir müssen uns ja an die STVO halten nach wie vor. Und bisher ist da noch nie was gekommen in der Richtung. Ja, ich glaube, da drücken sie dann vielleicht auch mal ein Auge zu. Ja, na gut, aber ich persönlich fahre ja auch wie die Sau. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt mehr als 85, oder? 115 vielleicht. Vielleicht auch 130. So schnell fährt der? Boah, da geht noch mehr. Mal bei 137. Musste das Sondersignal noch anmachen. Ja. Ich meine, kommt drauf an, wie das definiert ist, wenn es im Gesetz wortwörtlich steht Sondersignal, das haben wir ja dann auch. Das ist ja kein. Nee, wir haben ja kein akustisches Feedback wie die Medics und die Polizei. Wir haben ja nur das Licht. Aber. Das ist technisch gesehen auch ein Sondersignal. Also, ich glaube, da kann man streiten, wenn man einen guten Anwalt hat. So. Ja, warte, ich fahre noch ein bisschen näher ran. Ah, nein. Dann läufst du halt hin.
Oh, gut, der braucht einen neuen Satz Reifen. Machen wir hier vor Ort. Reifen müssten aufgeladen sein. Ja, da. Moment. Da. So, ich hol mal welche. Oder? Ich glaube schon, dass die Glasscheibe erwischt ist. Ja, ja, die müssen alle definitiv. Haben wir schon hinten drauf, ne? Ja, ja, die haben wir uns standardmäßig drauf. Die richtigen dabei haben. Stelle ich hier schon mal hin. Kannst da, wo ich abgenommen habe, die schon dran machen, wenn du magst. Okay, mache ich. Den einen lasse ich dir, den hast du ja schon hingestellt, ne? Mhm. Oh, und hier die Felge abnehmen. Bauen wir auch gleich an. So, denk dran, dass du beim letzten Reifen dich mit hinkriegst, ne? Jo. Chesterle. Ja. Das $200 plus die Anfahrt, bist du genau bei 300. Okay. Ich wäre gerne vorbeigekommen, das ging aber nicht. Ja, na gut, ist halt, ist wie es ist. Genau. Gucken wir noch mal den Reifendruck. Kannst du dir kurz mal durch die Haare streifen? Ich glaube, du hast da einen. Danke. Reifendruck passt auch. Ich wusche hier nochmal den Schmutz ein bisschen ab. Hier ist noch ein bisschen Staub drauf. Ich glaube, mir hat der Vogel auf den Kopf gekackt. Hat er? Mhm. Ja, das ist komisch weiß. Guck. Sieht man es noch? Nee, ist weg. Okay. Wahrscheinlich einfach nur dieses Gefühl an deinem Kopf. Ja, egal. Super, dankeschön. Ja, gerne, Jester. Gut, dann düsen wir wieder los. Ich komme dann gleich in Bennys Dienst. Ja, kann schon machen, ich bin bei Hector im Dienst. Du Schweine, du betrügst mich. Aber bei Bennys ist nichts los gerade. Ich glaube, warte mal, die Sonnenwende ab. Ja, ich will halt bei mir noch die Scheiben töten, damit mein Dominator. Ja, kann schon machen. Es sind jetzt noch Riley sie bestorben. Der Melio Walker 13 Stunden. Und sonst haben wir zwar. Doch. Stan hat sein Auto geholt. Dein Auto ist halt nochmal drin. Ja. Und Walsh seiner. Ja. Das war's dann auch wieder. Goldmann, ja. Und die übliche Verdächtige. Was Nate war vorhin da, meinte mittlerweile, bist du auf eine Dominator-Verkaufszahl von 7 gekommen? Ja, mehr. Mehr sogar? Ja, nice. Lohnt sich das so? Ich hab noch nicht eingetragen, der Rest. Das ist doch super, läuft doch. So soll es sein. Dominator habe ich verkauft, ja, oder? Ja, Sonnenwende, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich mach Musik an. Geh kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. We'll be right back.
So, besser wieder. Bitte warte noch einen Moment. Hab ich ein Glück. Stecke mir noch eine Kippe an. Ja, ich muss noch einen Moment warten. Zu früh versucht. Ja, er hatte vorhin Twitch ein richtiges Problem, glaube ich. Na, mein Anbieter weiß ich nicht. Also zumindest ich konnte den Stream reinbroadcasten und trotzdem mich hier buffern sehen. Also hat da was nicht gestimmt. Kommt was Wort. Ja, machst du später gerne noch? Ja, wenn ich Dienstzeit, ne? Dann würde ich ja, nehmen. Ne. Okay, mach das, ne? So. Alles klar. Ja. Habe ich morgens wieder kaputte Reife, weil ich die ganze Zeit am Rumdrifte bin. Wir satteln die Hühner und reiten nach Texas. Auf geht's. Alles klar. Schönen Abend noch. Gut. Verhältssicherung ist auch so, kann ich dir direkt mit sagen. Wenn du Firmenfahrzeuge tankst und du im Dienst bist, wird die Tankrechnung am Bezahlautomaten automatisch vom Firmenkonto bezahlt. Also du trägst nicht du. Ah, okay. Da würde bestimmt ganz schön ins Geld gehen jedes Mal hier. Ja, ich meine, 90 Liter passen hier in das Ding rein, ne? Grenzen natürlich entsprechend mehr. Wenn der Sprit dann mal wieder $5 kostet, ne? Das war so mein persönlicher Rekord, was ich bisher gesehen hatte, $5.60. Das höchste bei mir waren, glaube ich, 8. Hallöchen, Ria. Jo, alles klar, danke. Entweder legst du mir ein Safe, ansonsten bin ich eh gleich wieder am Azilis, wenn du noch kurz warten willst. Jo, alles klar. Machen wir. Bin sofort da. Eine Minute. Jo, bis gleich. Du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Bis gleich. Kann ich direkt mit zeigen, wo die Garagen sind. Das sind die gelben Flächen hier. Dann die Fahrzeuge mal hier platzieren und dann kannst du einpacken. Ja, voilà. Server 10. Achso. Fällt mich schon mal ab. Okay.
Vorne, keine Ahnung, bin hab überfahren und ja. Motorhaube. So. Ja, schon. Gemanagt kriegst, kannst du da bleiben. Mich stört das nicht. Radio, Gradient und ACLS. Da bleibt irgendwas komplett auf der Strecke. Ich hab auch ACLS, Bennys und Lackiererei, so ist nicht. Du musst es nur zeitlich gemanagt kriegen. Das ist absolut überhaupt kein Problem. Ich habe das schon ein bisschen erzählt. Wenn du deine Radiosendung hast, dann kannst du abzischen. Ja, das ist kein Thema. Ja, hast du gesagt. Und wenn mit dem Black Guardians halt ein Auftrag ist, dann ist das halt so. Dann mach jetzt Guardians Feierabend. Komplett aufhören. Und ich gehe weiter lackieren, da der nächste Tag schon wieder drauf, oder? Nee. Mach das Ende. Bis dann! Zum Beispiel. Bis dann, Annie. Okay. Ja, allein schon wieder scheiße gestern wieder. So dick bin ich nicht. Okay. Okay. Eine Frau, das von sich selber sagt, bitte. Kleine Fettarsch-Antilope, ey. Bis dahin. Bis dann. Ja, nee, dann das ist nur mein Schild. Tschüss, Mias. Ja, klein entscheide ich. So, was du machst, aber aufhören musst du da zwangsläufig von meiner Seite aus nicht. Nein, aber ich fühle von meiner Seite raus. Ich habe die Schnauze voll, dass wir immer irgendwie versuchen, den Leuten zu helfen und dafür einfach nur umgenietet werden. Auch wenn es mich gestern mal nicht erwischt hat. Ich habe die Schnauze voll. Gut, nee, wie gesagt, der Charlie hat nachher noch sein Einstellungsgespräch. Ich weiß nicht, ob du Alex vielleicht mal eine SMS oder sowas schreiben möchtest, dass ihr das gleichzeitig dann macht. Du wolltest sich dafür dann noch Zeit nehmen. Würde ich dich halt darum bitten, dass du dich da selbstständig bemühst. Ich melde mich beim Alex morgen. Ich will das erstmal mit den Jungs oben klären, damit die es endlich raffen und dann. So, machen wir dazu. Alles klar. Nee, ich wollte nur persönlich vorbeikommen, bevor ich das am Telefon kläre, weil das finde ich unpersönlich. Dann würde ich die restliche ACLS-Sippschaft aus dem Dienst bitten. Ist schon. Die ACLS-Sippschaft ist noch im Dienst, nur noch du, Percy. Ach ja. So, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet, so, dass du da komplett raus willst. Ich habe gedacht, du wolltest das zusätzlich zu den Black Guardians machen hier. Ja. Ich habe trotzdem die Schnauze voll, dass wir immer irgendwie die Leute helfen wollen und einfach nur dafür umgeballert werden. Ja. Deswegen, bevor ihr gekommen seid, hatte ich dann schon ein dickes Gespräch. Okay. Hab ja auch überlegt, ob ich zu dem Medic gehe. Die kriegen wegen $400 Paychecks. Und ja. Du kannst dich ja hocharbeiten. Ja, bis zu toll. 300. Ja, ich bin gerade bei 325. Jetzt auch. Was? Jetzt auch. Du jetzt auch? Gut. Also, Werkstattleiter ist 325. Ali steht da hinten so geistesabwesend. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo erstmal. So,
dann. Von husch, husch, raus aus der Werkstatt. Keine neuen husch, Freunde. Husch, ja, Chef. Husch, husch, husch. Husch. Was für die Werkstattleiterin husch, aus husch. Ihrer Werkstatt? Husch, husch, husch. Husch, husch. Ab ins Körbchen mit euch. So gut geduscht. Gut, dann holen wir jetzt den Riata und dann fahre ich dich zum Medicaco. Genau. Okay. So, Charlie, Alex oder ihr, ne, connected nachher. Ja. Und, ja. Dann fahre ich jetzt erstmal zu Bennys. Na dann, schönen Feierabend. Du hattest vorhin was von Hupen erzählt. Ja. Kann ich jetzt mit meinem Contender auch zu Bennys oder muss ich zu Hector? Ich glaube, du musst mit dem Contender, da es kein Muscle Car ist, zu Hector. Okay. Können wir das mal testen? Was ist denn da testen? Der Contender ist ja kein Muscle Car. Hätte ja sein können, dass er jetzt hat alle Autos. Nee, nee, das ist so aufgeteilt worden, dass Hector die Hupen hat bekommen, glaube ich. Okay. Ja. Gut, dann machen wir uns los. Ganz vorsichtig fahren. Jo. Gut, ich mache mich auch los. Und ich auch. Wir treffen uns in Nähe von Poi wieder. Ja, denke ich mal. Alles klar, Charlie. Dann bis später morgen, je nachdem. Jo, bis dann. Hallo. Hallo, warte mal, ich verstehe gerade nichts hier. Hat jemand sehr laut Musik an? Hm, so wie ich mitgekriegt habe, warte ist mal. Hier. Ich komme zum ACLS, ich rufe dich gleich wieder an, ja? Okay. Naja, hören wir noch ein bisschen Musik. Microphone activated. So. Lass mal eben reingehen. Ist das Jane? Weiß nicht. Doch. Na, Ben. Hallo. Na, alles fit bei euch? Jo. Störe ich euch zeige gerade, oder? Wir wollten gerade ein bisschen Akteneinweisung machen. Brauchst du was Dringendes? Was heißt Dringendes? Irgendwie, sag mal so, habe ich mit der Lenkung gerade ein bisschen Probleme gehabt, aber sonst komme ich morgen, passt schon. Ja, wäre besser, wir sind eigentlich schon im Feierabend. Jo, ja, du kennst mich ja, wenn ich gerade in der Nähe bin, schaue ich kurz vorbei. Passt schon. Jo. Alles klar. Fahr einfach vorsichtig. Ja, ich fahr kurz zur nächsten Garage und wechsle wahrscheinlich im Geschätz. Ja. Gut. Ja, yeah. Gut, dann wünsche ich euch zwei noch einen schönen Abend und guten Bürokram. Ebenso einen schönen Abend. Jo, ciao. Gucken, ob die anderen beiden auch da sind. Zeit? Was denn?
und euer Auto ist kaputt, oder was? Na, springt aber an, ne? Ja, dann, ja. Ja, ich komme kurz hoch. Ja, mach mal. Bis gleich. Gut, wir fahren noch mal kurz los. Bist du noch im Dienst? Nee. Soll ich mitkommen? Ja, ja. Du musst hier nicht rumstehen. Natürlich genau die beiden, die auch noch Akten links brauchen, stehen mit Motorschaden irgendwo. Mhm. Ich glaube, der eine, der wollte noch was klären, der hat erst morgen Zeit. Ne? Wer denn? Von den Medics? Nee. Raven? War das der Name? Ich Ach so. Der brauchte ja, ja, noch ja, irgendwie ja. Zeit für sich. Ja, den hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt. Und da eben noch irgendwo meinte der so, nee, ich kläre das da noch ab. Okay. Ich will da wohl auch bleiben. Gerade jetzt. Was? Ja. Okay. Hat so gemeint, er sieht nicht ein, dass er da immer umgeschossen wird, wenn er sich für das Recht und Gesetz einsetzen möchte. Da irgendwie gedankt wird, so ungefähr. Ja, ich verstehe nicht, warum die nicht enger mit der Polizei sind. Also, so, man kann ja auch mal Übungen machen zusammen. Sowas halt alles, weißt du? Polizei hat halt die Schulung, so dass die auch mal so Schussübungen machen können, so Szenarien nachspielen. Dann würde sowas auch besser ablaufen wahrscheinlich. Aber das ist nicht mein Problem. Genug. Polizei ist auch nicht mein Ding. Warte mal doch. Natürlich müssen die auch hier stehen, wo die Straße so gut ausgebaut ist. Walachei sozusagen. Hm. Herzlich nicht selber reparieren, aber das ist nicht. Das Motor geht an, der Gang geht das noch nicht rein. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde irgendwas in der Gangschaltung. Betriebe, keine Ahnung. Beim Motor geht nochmal kurz an. Kannst du mir kurz einen Schlüssel geben? Mhm, gebe ich doch. Rauchen tut ja auch nichts, also keiner, was das Ding für ein Problem hat gerade. Ja, das ist wahrscheinlich, danke. Wahrscheinlich wieder Elektronik-Shit. Ich hab keine Ahnung, wir wollten fahren und jetzt geht er wieder. Oh Mann.
Bitte was? Willst du das verarschen? Das ist bestimmt am Zündschloss ein Wackelkontakt, das hatte ich schon mal. Das, Ja, wir konnten das beide nicht machen, das beide sicher dreimal versucht, jeder von uns. Okay, das sind dann Anfahrt 150. Nein. Nachtzuschlag. Kannst du eine Rechnung ausstellen, werde ich mir das möchte. Verantwortung sogar schon generell stellen. Wie hat das echt? Ich verstehe den Scheiß nicht. Wer will den Schlüssel? Ich hab einen eigenen Schlüssel. Ich brauche ihn wieder. Ich verstehe so einen Scheiß nicht, weil ich das nicht bei uns nicht fahren wollte. Jetzt fährt auf einmal wieder. Dankeschön. Das ist. Manchmal hilft das, einfach unter dem Lenkrad hier, ne? Unter dem Atomgriff. Das ist der Sicherungskasten. Da mal gegentreten. Okay. Ich dachte auch ein Sicherungskasten da hinten. Wackel. Ja, kennst du den schon, Charlie? Hier wohnt Jupp. Hier wohnt Jupp. Nee. Du musst mal gucken, ob er dich mag. Ob du hier willkommen bist auf der Insel. Mach mal Taschenlampe aus, sonst das erschreckst du ihn. Und dann geh mal hier an den Kasten hier. Du musst ganz nah ran und Finger reinstecken. Oh! Nee, er mag dich nicht. Oh! Oh! Oh, Alex, du bist echt gemein. Oh! Das ist gemein, aua! Aua! Hallo, Ria. Hallo. Da war Strom drauf. Ach nee. Nee, das ist Jupp. Der, wenn der dich nicht mag, dann. Alex, probierst du mal, ob er dich mag. Ich weiß, dass er mich nicht mag. Ich brauch den ja. Ist ja grob fahrlässig, hier den Praktikanten in den Stromkasten fassen zu lassen. Ja, willkommen beim ACLS. Funktioniert jetzt oder nicht? Geht wieder, alles ja, schon da. Ja. Wieder. Ja. Wie sieht's aus mit Nachkontrolle für Walter? Können wir es machen, aber wir machen das und nicht hier. Microphone muted. Oder geht es, schaffe es auch hier vor den Dach von ihr müssen. Was hat er? Ich habe ihn nicht behandelt. Hat ihn behandelt? Schussverletzung. Richtig. Da müsste ich wen dann im Krankenhaus nachgucken. Ja. Microphone activated. Ja, willst du auch mal in den Kasten reinpacken? Okay, hey, pass auf. Ganz dann machen wir das. Ich fahre mit Charlie wieder in die Werkstatt. Mach mit ihm kurz Akten und so. Wenn ihr dann hier mit Water fertig seid, ruft einfach kurz an oder kommt hinterher und sonst machen wir das. Ja, machen wir das mit euch morgen oder so. Gut. Alles klar. Gut, dann hat sich das ja gelohnt. Der kommt auch auf dich zu. Ich hab's schon gehört. Schon ja, hab ich gerade schon gehört. Ach, du weißt ja, aber Alex. Sowieso noch anrufen. Aber mir aber auch. Achso, gut, dann düsen wir mal zum HQ. Ja, tust du mir auch mal froh, ne? Also, dann sehen wir uns später. Jo, später wieder, ich antworte auf, später wieder nicht. Ja, versuch mal. Mann, Flo! Ja, sieht gut aus. Ne? Ja, hallo. Einen wunderschönen, mit wem rede ich hier? Charlie Force. Der Praktikant. Du hast was um die Hand zu rufen, Charlie. Ja, weil ich vorhin so 19.30 Uhr viele Autos gesehen hatte und keinen Menschen. Wollte ich einfach mal alle, die ich kannte, irgendwie, habe ich mal durchgerufen, ob ich da... Ja, ich verlasse, ich arbeite halt im Hotel noch im Büro. Ach so. Ich helfe da sozusagen ein bisschen mit, was die Rechnung und sowas angeht. Ich brauchst du meist vor 21 Uhr nicht erwarten. Ach, alles klar. Damit du da Bescheid weißt. Okay. Ja, deswegen, also so wichtig war es jetzt nicht. Genau. Alles klar. Dann. Gut, dann weißt du jetzt Bescheid. Schönen Abend. Ja, auch. Ciao, ciao. Ciao. Jetzt melden sich alle Kontakte. Kurz Ravens hin. Hallo. Ganz kurz, wir hatten vorhin drüber geredet, wegen Arbeit bei uns und so, von dir. Hatte Percy dir schon Bescheid gesagt deswegen, oder? Ich hab das schon mitgekriegt, ja. Ja gut, dann klär das erstmal und dann. Alles klar.
Ich habe auch endlich mal dran gedacht, Gutscheine fertig zu machen, können wir dann auch morgen das Radio. Gebe ich dir die dann morgen durch und dann. Eben kurz Charlie in Akten einarbeiten und sowas und dann vielleicht noch Flo und Jaden in Akten arbeiten. Und dann hoffe ich, dass Campy bald Feierabend macht. Ja, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie lange ich jetzt hier noch zu tun habe und wann Campy kommt und so, keine Ahnung. Aber ich rufe nur falls nochmal an. Alles klar. Gut, dann bis später. Ciao. Du könntest mir schon mal nebenbei kurz eine SMS schreiben mit irgendeiner Google-E-Mail-Adresse von dir. Mhm, okay. Gib mir ein paar Minuten. Den brauchen wir dann gleich. Es eigentlich haben. Ja. Du wirst jetzt eine E-Mail bekommen haben mit einer Einladung. Ich gucke mal. Hast du? Ja. Gut. Dann hast du jetzt so einen ganzen Ordner da, ne? Mhm. Dann machst du erstmal die ACLS-Aktiv-Tabelle, die einmal aufmachen. Okay. Gucken, ob du schon überall drin stehst. Jo, da ganz unten. Okay. Gut, Taschenlampe brauchst du hier drin nicht. Das wird jetzt ein bisschen viel. Wahrscheinlich auf einmal, was ich dir alles erzähle. Aber geht nur darum, dass du alles mal gehört hast. Wenn du irgendwie noch Fragen hast, kannst du jeden fragen. Lehrlingszeit ist bei uns auch nur, also wir haben jetzt nicht irgendwie nach einer Woche eine Prüfung, wie ist ein Motor aufgebaut oder so eine Scheiße. Hm. Solange die nachher wieder laufen, ist uns das egal, ob du weißt, was du da machst. Lehrlingszeit ist bei uns im Prinzip
bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir können dich hier alleine lassen in der Werkstatt und du hast das Aktensystem verstanden. Okay. Das Wichtigste erstmal, die Zeiterfassung. Du hast ja unten diese ganzen Tabs. Der zweite da, Zeiterfassung. Wenn du da mal reingehst. Siehst du das? Nee, du bist gar nicht drin, oder? Ich hab da keinen Tab. ACLS aktiv. ACLS aktiv. Nee, du bist irgendwie in was Falschem drin. In was Falschem drin? Guck nochmal. ACLS aktiv, ja. Ey, wieso wirst du mir nicht angezeigt, dass du hier drin bist? Also das Formular, wo die links die Mitarbeiter stehen und in mittig ungefähr die Preise, Tür, Licht, Kotflügel und so. Ja, und dazwischen hast du Firmenrabattliste, ne? Genau. Aber ich kann hier auch nicht weiter runter irgendwie. Das ist wohl so eine... Mach das nochmal neu auf, bitte. Irgendwas ist da kaputt. Ja. Ich guck. Bist du da denn jetzt nicht dran? Jetzt. Ja, ich hab da was gemacht. Jetzt macht das doch viel mehr Sinn. Gut. Ich will es gar nicht sagen. Also, du hast unten hast jetzt diese ganzen Tabs an, ja, der Dashboard, ja, Zeiterfassung. Okay. Dann geh erstmal auf die Zeiterfassung. Zeiterfassung. Okay. Wir haben das System, also wenn du hier in Dienst kommst, stempelst du dich ja oben ein. Das kennst du ja schon. Mhm. Wir haben halt das so geregelt, dass wenn du dich hier oben einstempelst, also kannst du, das ist alles freiwillig. Kannst du dich auch hier... Achso, warte, da kannst du jetzt noch nichts reinschreiben, ne? Doch, warte. Nee, kann ich nicht. Nee, warte, das muss ich noch ändern. Jetzt kannst du da was reinschreiben. Und jetzt... In das Datumfeld kannst du auch Doppelklick reinmachen, da kriegst du so einen kleinen Kalender. Uno momento. Nee. Immer noch nicht? Er will da mich nicht zugreifen lassen. Guck nochmal was anderes, vielleicht ist das wieder mein Fehler, Moment. Das kann auch mein Fehler sein. Wir müssen erstmal den menschlichen Fehler ausschließen. Nee, da lässt er mich nicht. Also jetzt nochmal. Oder einmal wieder aktualisieren. Ja, mache ich gerade. Jetzt. 1, 2, 3. Ja. Jetzt kannst du, ja. Okay, du kannst da in dieses Feld einfach, wie gesagt, Doppelklick, Datum, und dann hast du so einen kleinen Kalender, kannst du das Datum auswählen. Mhm. Ich mache jetzt mal eben so als Beispiel, ja. Also heute ist der 10. hier. Format ist da erstmal egal. Wir haben jetzt 1.30 Uhr, würdest du halt eintragen, wann du in den Dienst gehst, ja? Mhm. Wenn du jetzt die ganze Zeit hier bist, lässt du das einfach laufen. Und wenn du jetzt einfach um 2 machst du wieder Feierabend, dann schreibst du hier halt 02 Doppelpunkt 00, fertig ist. Mhm. Wenn du jetzt mehrere Stunden hier im Dienst bist und willst zwischendurch, keine Ahnung, dein Auto in der Lackiererei ist fertig. Oder du willst mal, es ist nichts los, du willst irgendwie kurz Mittagspause machen, irgendwo an den Strand mal ein bisschen chillen oder sowas. Kannst du hier oben im Dienst bleiben, stempelst dich dann nur hier in der Tabelle aus. So, das heißt, okay, du würdest jetzt hier bis 1.45 Uhr bist du hier, fährst dann kurz dein Auto abholen,
und bist dann um 2 wieder da, dann machst du einfach neue Zeile wieder, 02, 00, fertig. Also wirklich, das ist für die pure Arbeitszeit, die du hier bist. Okay, ja? Okay. Das Ganze ist, wie gesagt, freiwillig, hat den Hintergrund, dass wir alle Zeiten, also alle Stunden, die gearbeitet werden, zusammenrechnen und dann gucken, wer hat prozentual wie viel davon gearbeitet. Und dann gibt es am Ende des Monats eine Prämie von so und so viel $1,000. Und dann wird auch der Anteil an dieser Prämie prozentual aufgeteilt, dass das fair ist, dass jeder so ein bisschen was vom Kuchen abkriegt. Wie gesagt, wenn du sagst, diese Prämie ist mir egal, dann trägst du ja halt nichts ein. So, wenn du sagst, doch, will ich natürlich mitnehmen, bisschen mehr Geld ist immer schön, dann musst du das halt pflegen. Mhm. Okay. Dann haben wir unten nächsten Tab den Preisrechner. Okay. Da hast du in der zweiten Reihe, der zweite von links, ist deiner. Ja, sehe ich. So, da ist jetzt zum Beispiel schon was eingetragen, ja? Tür 2? Ja, das ist jetzt noch drin. So. Okay. Du kannst hier oben jetzt einfach auf Reset klicken und dann wird deiner gelöscht. Warum wir für jeden einen haben, ist einfach, es kommt zwar eigentlich nie vor, aber wenn wir jetzt nur einen hätten und wir wären hier zu dritt in der Werkstatt und man will den dann doch mal benutzen, wirklich benutzen tut den, glaube ich, niemand, weil irgendwann hast du es im Kopf, dann wird man sich halt gegenseitig überschreiben und so, deswegen hat jeder seinen eigenen gekriegt. Du kannst hier halt einfach, kommt jetzt einer rein, hier hat 4 Türen und 2 Reifen kaputt, ja. Dann hast du hier direkt die Summe, die er bezahlen muss. Wenn das eine Firma ist, welche sage ich dir dann gleich noch, machst du hier Firma auf Ja und dann kriegt er direkt den Rabatt. Okay. Oder, was auch noch ein Sonderfall ist, wenn du jemanden hast, der in der ersten Woche hier auf der Insel ist. So, meistens erkennt man das ja, wir haben es auch in der Zeitung angekündigt, so die Leute, wenn sie das lesen und dich darauf ansprechen, lässt sie den Ausweis zeigen. Oder wenn du das Gefühl hast, der ist neu, so lässt dir kurz den Ausweis zeigen, da steht das Einreisedatum drauf. Und wenn der innerhalb der ersten Woche hier ist, kriegt der auf alle Serviceleistungen 50% Rabatt. Dann kannst du hier unten, das ist noch so ein bisschen Notlösung, sage ich mal, wenn du es jetzt bei $200 ist, einfach zu rechnen. Aber kannst du Mitgliedschaft auf Gold stellen und dann hast du 50%. Mhm, okay. So. Wenn jetzt jemand in der ersten Woche ankommt und seinen Dilettante versenkt hat, also Totalschaden, kriegt der dafür einen Festpreis von $500. Da ist dann alles drin, Anfahrt, Abschleppen und die Reparatur. Wenn derjenige aber innerhalb der ersten Woche kommt und bringt hier einen Habanero hin mit Totalschaden, dann bezahlt er den komplett. Weil wer sich in der ersten Woche in Habanero... Genau, das gilt nur für die Dilettante, zumindest beim Totalschaden. Wenn der jetzt mit dem Habanero kommt und sagt, ich bin in der ersten Woche und brauche nur eine Tür, dann kostet die halt nur 12,50 anstatt 25. Okay. Und wie gesagt, diesen Rechner ist einfach nur so eine kleine Hilfe, gerade für den Anfang. Aber irgendwann hast du die Preise halt auch so drauf, weiß nicht, wie gut du im Kopf rechnen bist. So, das ist, wie gesagt, wenn du ihn benutzt, dann benutzt du ihn, wenn nicht. Okay, einfach ja, nur, nee, ist schon dass man die Hilfe. Möglichkeit hat. So, dann machen wir mal weiter mit der Preisliste neu erstmal. Das sind alle Totalschadenpreise. Ja, also hier diese Spalte immer, die ganz rechte. Das ist nach Händlern aufgeteilt. Ja, stehen wie gesagt die Totalschäden drin. Beim Totalschaden selbst, wenn du den Auftrag machst, rechnest du dann immer noch, meistens, also eigentlich immer schleppt man den ja irgendwo ab. Dann kommen halt noch Anfahrt und Absteppen dazu. Das machst du einfach mit in den Preis rein. Aber zeigen sie dann auch nochmal, wenn das dann mal... Muss einfach mal sagen, wenn der nächste Totalschaden kommt, sagst du einfach hier, ich habe es noch nie gemacht, darf ich das mal kurz machen, zeig mir, wie das geht. Genau. Dann habe ich das mal gemacht. So, dass du das halt... Dann kann ich sehen, was ich vergessen würde und dann kann man mich nochmal drauf hinweisen, genau, und so. Genau. Das Ding ist, manche... Entweder stehen hier manche Autos vielleicht gar nicht drin, weil es die im Moment bei keinem Händler gibt, aber vorher bei den alten Händlern gab. Dann kannst du in der Preisliste gucken
Das ist nach Fahrzeugtypen geordnet, wie die alten Händler damals waren. Und da dürfte so ziemlich jedes Auto drinstehen, was es gibt. Okay. Wenn, was auch vorkommen kann, zum Beispiel beim Schafter V12, den gibt es einmal bei Sommer, bei PDM und einmal bei Lokote. Kosten aber unterschiedlich viel. Und wir berechnen unseren Totalschadenpreis immer prozentual vom Kaufpreis. So, wenn jetzt jemand mit dem Schafter kommt, ist das egal, wo er den gekauft hat, der kriegt dann den günstigeren Preis. Mhm. So, also immer in dem Fall dann den von Hector, 5.850 anstatt die 6.500. Und du kannst hier auch, wenn du in der Tabelle bist, einfach Steuerung F und dann kannst du nach dem Auto suchen. Und dann hast das. Ganz unten, wenn du ganz runter scrollst, sind noch Firmenfahrzeuge. Die Liste muss ich nochmal aktualisieren. Aber vor allen Dingen fürs PD ist es halt wichtig, für Krankenhaus. So, der Rest hat sich im Prinzip schon erledigt, weil nur noch die eigentlich diese Sonderpreise kriegen. Aber das muss ich nochmal durchgehen. Ja, ein schwarzes Brett ist halt ein schwarzes Brett. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn du irgendwie ein Anliegen hast, schreibst das darauf oder wenn jemand Essen bringt oder so, oder wenn du selbst sagst, ich habe jetzt irgendwie Langeweile gehabt, ich habe ein bisschen Eisen gesammelt oder Sand geholt oder sowas, schreibst das darauf und dann kriegst du das natürlich auch bezahlt, dann kaufen wir dir das. Aufträge hast du vielleicht vorher mitgekriegt. Da sollen eigentlich... Moment, Telefon. Jaha. Beim ACLS gerade Akten einarbeiten. Ja, muss klopfen, Tür ist abgeschlossen. Ja, bis gleich. So, diese Auftragsliste sollen alle Totalschäden immer rein. Einfach mit dem Hintergrund, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, letzte Woche habe ich meinen Totalschaden ja gegeben, könnt ihr mir da nochmal einen Schadensbericht für geben? So, dann wissen wir genau, wer das bearbeitet hat, wann das war, was mit dem Auto war und so weiter. Vergessen wir im Moment selbst ziemlich häufig, weil wir jetzt ein neues System haben mit den Totalschäden. Aber ja, immer besser, wenn man dran denkt. So, wenn es mal vergessen wird, ist auch nicht so schlimm, aber müssen wir alle ein bisschen mehr drauf achten. Und was bedeutet dieses Safe da? Das war früher, das zählt jetzt auch nicht mehr, Schlüssel im Safe oben, aber Moment, Telefon. Ja. Hallo? Klopf, klopf! Du musst mit mir reden. Schließt er ab? Dan, willst du rein? Weil eigentlich Betriebsurlaub ist bis morgen 12, oder? Ach so, okay. Hallo? Keine Störung. Sind alle eingeschlossen? Oh nein. Hilfe! Ich weiß. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal ganz anders. Schickt ihr mir mal bitte beide per SMS eine Google-E-Mail-Adresse von euch. Ich gebe euch dann schon mal frei, ihr seid doch noch nicht in den Listen drin und so, aber das mache ich dann. Dann brauche ich jetzt noch nicht alles doppelt und dreifach erklären. Hab's dir geschickt. Anweisung oder was? Ja. Was soll ich jetzt mal schicken? Ich hab deine Nummer, glaube ich, nicht mehr, Alex. Das kann sein. Nee, ja, Flo, Google E-Mail. Das ist meine Google E-Mail. Achso, Google. Oh, so gut. Alter. Jetzt kannst du. Hallo. Okay, sorry, hab ich mich gerade vertan. Hallo. Dann muss ich mal nachgucken schnell. Mm-hmm.
Haben Sie deine Sherry-Mails geschickt, Alex? Die habe ich wenigstens. Ja, ich habe dir auch gerade Visitenkarte gezeigt. Also, du hast Sherry-Mail hingeschickt zu deiner Sherry-E-Mail. Ja. So, was ist denn da? Zeig dir vielleicht draußen noch was ist. Ich habe kein Interesse. Ich glaube, die richtige sind. Das hoffe ich auch. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Okay, dann sollte ich jetzt beide eine E-Mail bekommen haben. Haben wir noch Wasser oben im Lager? Ich glaube 700. Microphone muted. Art Attack Annie Fox. Habt ihr gekriegt? Ja. Ich hab ihn, ja. Okay. Dann habt ihr jetzt da so einen Ordner und da ist die ACLS-Aktiv-Tabelle drin. Mhm. Macht die mal beide auf. Hab ich. Dann mach ich jetzt erstmal da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Und das andere erkläre ich euch dann nochmal. Und diese ganzen Tabs geht mal zu der Auftragsliste. Wie gesagt, in den Namensfeldern und so steht die jetzt noch nicht drin, das mache ich dann nochmal. Das ist einfach nur eine Liste. Cornell, wir schudern da alle. Was? Whatever. Wir lassen das im Moment alle so ein bisschen schleifen, aber eigentlich sollen da alle Totalschäden eingetragen werden. Und gut, auch ein bisschen detaillierter, als es jetzt ist. Also wenn da Totalschaden kommt, dann auch ruhig reinschreiben, Totalschaden plus 3 kaputte Reifen oder sowas. Weil Totalschaden ist meistens erstmal nur Motor und dann halt noch, was damit passiert ist und ob noch irgendwie, keine Ahnung, Scheibe kaputt oder Scheibe durch Einschusslöcher kaputt und sowas. Mit dem Hintergrund, dass wenn Leute kommen und sagen, hier, mein Auto war gestern da, war irgendwie ein Unfall oder so, ich brauche Schadensbericht, dass ich da detaillierter hinschreiben kann, was mit dem Auto war. Dann, was wichtig ist, obwohl bei denen eigentlich nicht, geht mal LSPD-Tabelle, ja? Ihr kennt das ja beide von den Medics, Charlie für dich. Die Medics und die Cops, wenn die hierher kommen, bezahlen die nicht direkt, sondern du trägst die halt ein, welcher Officer war da, hat das abgegeben und welcher hat es abgeholt, meistens ist der gleiche. Hier fehlt es auch. Dann wird hier reingeschrieben, was damit war und dann kriegen die am Ende des Monats eine Rechnung. Wenn das ein Totalschaden war, ist halt wichtig, dass Dann sag dem Schneider Bescheid, ich bin nämlich beim ACLS. Ja, hört man. Ja, ich kann ja auch runterfahren. Na klar. Hier die vorletzte Zeile, ja? Ja. Da ist zum Beispiel Totalschaden, Abschleppen und Anfahrt. Der Totalschaden kommt hier in diese Zeile. Das ist wirklich nur der Preis für den Totalschaden. Mhm. Und Abschleppen und Anfahrt kommt dann hier rechts bei Service rein. Weil diese 25% gibt es halt nur auf die Service-Spalte. Und die Totalschäden sind eh schon vergünstigte Preise. Damit das nachher beim Rechnung erstellen, wird das dann automatisch ausgerechnet. Da seid ihr nochmal so ein bisschen aufsplitten und dann ist das gut. Und wenn ihr Totalschaden annehmt von Medics oder von Cops, dann macht ihr einfach
beim Annehmen in dieses Auftragsdings da rein, einfach für einen Dollar und schreibe dann halt den Betrag hier in das Rechnungsbuch. Dann ja, gehen wir ganz kurz einmal rückwärts. Schwarzes Brett ist, glaube ich, selbsterklärend. Ist halt ein schwarzes Brett. Wenn irgendwas anliegt und keiner ist da, da kurz reinschreiben. Oder wenn ihr Langeweile habt und sagt, wir fahren mal ein bisschen Sand oder sowas. Einfach reinschreiben, wie viel und dass ihr es eingelagert habt. Und dann bezahlen wir das noch extra. Preisliste neu sind die Totalschädenpreise. Dazu nur ganz kurz, wenn da ein Auto nicht drin steht, weil es das im Moment nirgendwo gibt, dann in der Preisliste gucken. In der links daneben. Das ist die alte von den alten Händlern. Wenn zum Beispiel beim Schafter, den gibt es ja bei Sommer und bei Lokote, der V12 hier, da nehmt ihr den günstigeren Totalschadenpreis. Egal, wo der den jetzt gekauft hat. Also wenn Auto doppelt drin ist, immer gucken, wo ist der günstigere und dann den Preis nehmen. Ganz unten bei der Preisliste neu habt ihr die Preise für Totalschäden von Firmenfahrzeugen, LSMC und PD. Das sind eigentlich die wichtigen, die anderen kriegen das, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, teilweise auch noch. Muss ich aber alles nochmal anpassen, das ist nicht hundertprozentig aktuell. Beim Heli von den Cops und von den Medics ist halt noch ein Sonderfall. Wenn das nachweislich ein Absturz durch Kopfschmerzen ist, sind es nur $5,000. Wenn der Pilot zu dumm war, dann 10.000. Ja. So, mein Heli ist nur mein Heli, der kostet auch ein bisschen was. Preisrechner, einfach nur mal kurz reingucken für euch beide, habe ich Charlie eben schon erklärt. Ihr kriegt dann noch einen eigenen, mache ich euch dann noch fertig. Einfach nur, falls ihr keinen Kopf rechnen mögt, könnt ihr hier, einfach guckt mal eben bei dem Alex-Dings hier. So, der hat halt jetzt hier, kommt einer und hat 4 Türen und einen Reifen, so. Ist von der Firma, die Rabatt kriegt, dann hier unten auf Ja. So, oder es ist jemand, mit dieser Sonderaktion, erste Woche 50%, könnt ihr Mitgliedschaft auf Gold stellen, dann sind das 50%. Also, wer okay. keinen Bock auf Kopfrechnen hat, macht das darüber. Wie gesagt, ihr kriegt dann noch euer eigenen. Mache ich dann noch fertig morgen. Oben Reset-Knopf, um es wieder auf 0 zu setzen. Sonderfall noch bei diesem neuer Bürger und sowas. In der ersten Woche halt Perso zeigen lassen. So, man kennt die Leute ja irgendwie auch ein bisschen. Man erkennt, wer neu ist und so. Wenn man den noch nicht gesehen hat, einfach mal nachfragen oder die sagen es selber. In der ersten Woche auf Serviceleistung, also Reparaturen, egal mit welchem Auto, 50%. Bei Totalschäden für den Dilettante $500 Pauschalpreis, inklusive Abschleppen, Anfahrt und so weiter. Wenn der aber in der ersten Woche mit einem Habanero ankommt und Totalschaden hat, zahlt er auch den Habanero Totalschadenpreis. Weil wer sich das in der ersten Woche leisten kann oder organisieren kann, der kriegt auch das Geld für den Totalschaden zusammen. Dann Zeiterfassung, auch nur einmal so überflogen, kriegt ihr auch noch eine eigene Spalte dann. Das ist keine Pflicht. Da könnt ihr einfach nur eintragen, Datum, Start, Ende, wann ihr angefangen habt, wann ihr aus dem Dienst geht. Bei euch wäre das so ein Sonderfall dann wahrscheinlich, wenn ihr halt hier gerade arbeitet und es kommt Code Red rein. Wenn ihr dran denkt in dem Moment, ja, dann schreibt ihr da kurz bei Ende die Zeit rein und wenn ihr dann wieder hier seid, macht ihr eine neue Zeile wieder mit Start, wann ihr wieder hier seid. Geht halt darum, dass wir haben gesagt, wer hier arbeitet, geht hier oben im Dienst. So, aber wenn man dann mal zwischendurch sein Auto irgendwie aus der Lackiererei holen will oder man hat mal kurz Bock, irgendwie eine Stunde Mittagspause am Strand zu machen, dann bleibt man hier im Dienst, aber stempelt sich in der Tabelle aus. Bei wem? Weil wir am Ende des Monats werden halt einfach alle Stunden zusammengerechnet, dann prozentual geguckt, wer hat wie viel davon gearbeitet, dann nehmen wir uns eine Summe vom Firmenkonto, Summe X, und dann kriegt jeder so und so viel Prozent, wie er halt auch von den Stunden hat, von dieser Summe als Prämie. So, das heißt, wenn ihr was abhaben wollt von dem Kuchen, dann pflegt ihr halt diese Zeiterfassung,
wenn ihr sagt, die Prämie ist mir im Prinzip egal, das ist mir zu viel Aufwand und so, dann schreibt ihr das halt nichts rein, aber dann kriegt ihr auch nichts vom Geld. Ganz einfache Geschichte. Ihr könnt da jetzt gerade noch nichts reinschreiben, weil ich euch da erst einpflegen muss und so. So, und dann nur noch einmal ganz kurz das Dashboard. Mitarbeiterliste ist klar, kommt ihr dann auch noch rein. Firmenrabatt, das sind die, die keine Rechnung kriegen. Ja, also Rechnungen kriegen wirklich nur noch LSPD und LSMC. Alle anderen bezahlen sofort. Wenn da jetzt jemand von den Guardians kommt und ihr denkt da nicht dran, dass die diesen 25% Rabatt kriegen und die sagen nichts, ist das im Endeffekt deren Problem. Wenn die euch darauf hinweisen, guckt ihr halt kurz nach, die und die Firma, okay, ja, die kriegen den Rabatt und dann kriegen sie den Rabatt. Aber ihr müsst jetzt nicht bei jedem hinterher, wo arbeitest du denn, ist das ein Firmenwagen und so weiter. Irgendwann hat man es drauf, weil man die einfach kennt, die Fahrzeuge. Und ja, so, wenn man dran denkt, denkt man dran, wenn nicht, und es wird auch nicht darauf hingewiesen, ja, sind die Leute halt auch ein bisschen selber schuld. Preise ist klar. Einfach nur die Preisliste hier bei Abschleppen und bei Anfahrt ist einfach der linke Preis des Innerorts. Das heißt, so bis Guardians hoch im Prinzip, da bis zu diesem Teich. Und das andere ist außerorts. Müssen wir auch nochmal anpassen, wenn wir jetzt die Zweigstelle kriegen, weil dann haben wir im Prinzip von überall die gleiche Anfahrt. Das müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das machen. Bei der Inspektion ist erstmal unwichtig für euch, weil ihr die noch nicht macht. Die machen nur Meister und aufwärts. Aber da ist halt 700 für ein PKW und 500 für ein Motorrad, falls mal jemand fragt. Zu dem großen Kasten komme ich gleich. Das hier unten mit Fahrzeugtür, Scheibe und so könnt ihr ignorieren. Ganz unten links ist jetzt seit heute nochmal mit Gutschein. Hat den Hintergrund, dass ich ans Radio 6 Gutscheine verteile, die er dann als Gewinnspiel sozusagen machen will. Der wird mir dann mitteilen, wer den gewonnen hat. So, und wenn der dann hierher kommt, das wird dann so ein Notizzettel sein, dann zeigt er euch den vor und dann kriegt er halt das, was den Wert da hat. Und dann könnt ihr den hier einfach kurz, wenn der da war, einmal durchstreichen, dass wir wissen, der Gutschein ist verbraucht. Und dann ist gut. Dann dieser große rote Kasten. Zeiten im Format blablabla eintragen ist halt für die Zeiterfassung, damit das nicht rumspinnt. Teambesprechung, wenn irgendwas anliegt, steht auch meistens dann auf dem schwarzen Brett, steht dann irgendwie Themen für Mittwoch oder so. Wenn ihr sowas seht, dann findet die statt. Wenn nicht, einfach mal kurz nachfragen. Ist auch keine Pflichtveranstaltung, aber immer halt nach dem Stromausfall am Mittwochabend finden wir uns einmal kurz hier ein und dann kann jeder einmal kurz sagen, ob er irgendwie was hat, ein Anliegen, oder Percy und ich machen so ein paar Punkte abarbeiten und so. Firmenkonto, selbsterklärend. Ja, diese Mitgliedschaftsgold, wie gesagt, ist 50%. Das ist, ja, einfach nur nochmal so ein Hinweis, weil die haben bis vor kurzem auch noch Rechnungen gekriegt. Safe abschließen kennt ihr vom MC bestimmt auch. Immer selber, ja. Einfach immer mal doppelt gucken, ob der wirklich abgeschlossen ist. Ich mach's auch so, wenn ich so hochlaufe und mir was zu trinken aus oder so und ich denk dran, dann gucke ich einmal kurz, ob der wirklich zu ist. Schlüssel von den Firmenfahrzeugen immer nach Dienstende wieder oben reinpacken. Müssen wir auch. Was ich jetzt nicht mehr, muss ich früher auch nicht. Oh, ja. Da müssen wir auch nochmal genau gucken, wie wir das machen mit der Zweigstelle dann, ob wir sagen, generell sind alle Fahrzeuge hier unten oder oben, oder wir teilen die auf oder so, das wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen. Kommt dann alles, wenn es soweit ist. Totalschadensystem, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich von anderen Firmen, ne? Mit diesem Auftragssystem übers Cherrypad. Mhm. So laufen die Totalschäden bei uns halt auch. Dauert immer mindestens 2 Stunden. Wenn da jetzt irgendwie so ein Auto komplett explodiert ist mit einer Tankstelle oder so, dann könnt ihr da auch gerne mal 4 Stunden reinschreiben. Einfach so ein bisschen nach eigenem Ermessen, wie lange ihr meint, dass ihr dafür braucht für den Schaden. Wie gesagt, Charlie, einfach mal fragen, wenn der nächste kommt, so kann ich das kurz machen. Dann liest er das auch.
Und das da unten mit der Ghost Seed hat sich im Prinzip auch schon erledigt, aber ich lasse es nochmal drinstehen. Wer mit der Ghost Probleme hat oder irgendwie nichts mit denen zu tun haben möchte, kann sagen, möchte ich nicht. Haben wir vom Richter einen Beschluss gekriegt, weil die uns halt mal indirekt bedroht haben über einen Mitarbeiter. Und wir haben damit auch die Erlaubnis gleichzeitig bekommen, dass wenn hier jemand auf dem Firmentelefon mit unterdrückter Nummer anruft, dann braucht ihr nicht rangehen. So, ich mach's meistens so, ich gehe dann ran, sag einmal bitte ohne unterdrückte Nummer anrufen und leg wieder auf. Und wenn er nicht wieder anruft, ist sein Pech. Aber ich möchte gerne wissen, wer da am anderen Ende ist. Einfach ein bisschen Selbstschutz, dass man da nicht irgendwie, warum auch immer, in irgendwelche Fallen gelockt wird, von wem auch immer oder sowas. Ja, schon richtig. So einfach nur auf Nummer sicher gehen. Ja. Im Prinzip war es das, wenn ihr nochmal in den Ordner zurückgeht, Checkheft könnt ihr ignorieren, Vorlagen könnt ihr eigentlich auch ignorieren, das ist nur für mich. Backups sind halt von jedem Monat jetzt so ein Backup von dieser Aktivtabelle drin, dass man das alles nochmal hat im Rückblick. Buttons sind egal, Inspektionsberichte, falls da mal jemand einen wiederhaben möchte, könnt ihr den da raussuchen. Ich hoffe, dass die Leute das da einigermaßen regelmäßig reinballern. Rechnungen genauso. Da kommen halt einerseits die für PD und MC rein. Oder halt auch mal, wenn, wir hatten das schon öfter, dass irgendwie so ein Auto in so einen Fall verwickelt war und derjenige wollte dann Schadensersatz irgendwie rausklagen und dafür braucht er dann eine Rechnung von uns. So, da sind die dann auch nochmal drin. Sonstige Berichte sind halt die Schadensberichte alle, die wir so machen. Genau das gleiche, wenn da mal jemand nachfragt, hast du den nochmal, ich hab den verbummelt, sollte der da eigentlich drin sein? Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen, wer den gemacht hat und dann müsste der den eigentlich noch haben. Ja, das war's im Prinzip erstmal. Wie gesagt, das meiste kommt einfach dann mit der Routine. Preise und so hat man auch irgendwann drauf. Wenn irgendwas unklar ist, einfach mal nachfragen. Und dann ist gut. Uff, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, das ist schon viel, viel weniger, aber also nur als Beispiel, wir hatten vorher eine Auftragsliste bis Anfang des Jahres, wo wir nicht nur die Totalschäden reingeschrieben haben, sondern so wie beim PD, jede kleine Reparatur für jeden, der hier in die Werkstatt gekommen ist. Da haben die Kunden und das wurde uns irgendwann auch oder? Zu viel. Da haben die Kunden bestimmt Schlange gestanden, weil man erstmal schreiben musste. Hier eine Schraube getauscht halt, und der nächste war halt mehr schon. Schreibkram als reparieren. Ja, so, das war uns genauso, gesagt, aber okay. Auch. Ja, oder Flo? Haben wir halt immerhin gesagt, wir beschränken das auf Totalschäden. Ja, habt ihr uns ja auch mit auf Code Red beschränkt oder eben wenn er nach einer Ballung braucht. Mehr schreiben wir auch nicht mehr auf in die Akten, weil das auch viel zu viel Schreibkram wäre. Ja. Nicht für ein Verfahren irgendwie relevant ist, dann ist es ja eigentlich. Ja, das ist natürlich auch noch ein Unterschied, wenn hier jetzt einer ankommt, der keinen Totalschaden hat, aber irgendwie von der Schießerei abgesteppt wurde oder sowas. Entweder notiert ihr euch das kurz per Hand irgendwo, was der für Schäden hatte, oder ihr schreibt es dann hier auch in die Auftragsliste rein. Einfach für auf Sicherheit, falls da jemand einen Schadensbericht haben möchte und sowas. Aber das ist dann auch logisch, denke ich, wann man das macht. Diese ganzen Haken-Dinger hier könnt ihr alle im Prinzip erstmal ignorieren. Safe hat keine Relevanz mehr, die kann ich auswäschen. Wenn wir kein Safe mehr brauchen für die Schlüssel, Spalte löschen, fertig. Ja. Checkheft ist auch erstmal noch unrelevant, da warte ich immer noch drauf, dass wir das mal kriegen. Ja. Ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es hilft einfach auf Dauer, wenn man sowas hat. Guck mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Glaube ich nicht. Nö, das soll das gewesen sein.
Wie gesagt, bei Fragen einfach fragen, egal wen. Nö, ich bin ja sowas schon. Ich bin ja auch so ein Aktensystem, das ist ein bisschen anderes, aber wir müssen ja auch mit so einem ganzen Kram, warum mit Welt, mit Terminen, Ordnern, bla 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 und so weiter. Ja. Wir kennen es ja selber, von uns aus. Jupp. Gut, dann stelle ich euch beide nochmal eben ein. Ich frage dann, wenn ich Fragen habe. Genau, einfach. Wer nicht fragt, dem kann auch nicht geholfen. Klo? Stimmt, was? Ich muss jetzt gleich auch kurz Hotel nach Hause, ich muss gleich. Vielleicht. Ja. Aber du kannst ja dann auch wieder hier zurückfahren oder so. Ich gehe jetzt sowieso dann aus dem Dienst. Nein, wie gesagt, ich gleich bin. Ich muss noch was erledigen. So. Lehrling, für euch auch nochmal kurz, ist bei uns nicht. Es gibt nicht nach einer Woche eine Prüfung, wie ist ein Motor aufgebaut. Lehrling ist bei uns einfach nur so lange, bis wir sagen, okay, wenn ihr hier unten steht, ihr könnt die Werkstatt aufmachen und ihr alleine klarkommen und habt die Akten verstanden und sowas. Mhm. Ja, wie bei uns sofort stand, hat auch keine Prüfung oder irgendwas, der ist auch nur ein paar Tage und dann. Genau, einfach nur so, ja. Bis man halt sieht, der kann hier selbstständig arbeiten. Oder habe ich dich jetzt zum Lieferanten gemacht? Weiß ich nicht, ich will nicht Lieferant sein. Mann, ich mach dich zum Hausmeister, hier werde ich Lieferant, was ist denn los mit euch? Nee, das ist Lehrling. Ja, Einstiegsgehalt 200 und dann mit jeder Stufe aufwärts $50 mehr. Ja, das ist ja, unregelmäßig auch schon mal, der Spaß kommt drauf an. Ja. Ein Geld war bei der Medic doch immer unwichtig. Sehe ja, ich aber keinen Auftragsbuch halt mehr, ne? Vorher habe ich so ein Auftragsbuch gesehen. Siehst du nicht mehr als Lehrling? Nö. Kann ich da auf Firma tappen und dann ist da leer. Muss doch ein Dienst für sein, oder? Ach stimmt, das kann sein. Mhm. Das kann sein, ja. Ich guck mal hin. Aber eigentlich da sollte das... Dienst, ich sehe es ja auch jetzt nicht, da muss ein Dienst dafür sein. Aber Rechnung ausstellen, Dienst antreten, Telefon, Funk, Garage... Das ist mein Fehler. Ja. Flo, wollen wir jetzt noch kurz, weil ich wollte eigentlich scannen gehen, ne? Ja. Hier fertig, wir sind auch hier fertig, Alex, oder? Also einmal nur noch ganz kurz hier zum System mit den Webkits und sowas. Hier in der Werkstatt und draußen auf dem Hof, im Prinzip auf dieser dunklen Fläche, nee, auf der hellen Fläche, egal, halt nicht auf der Straße, sondern hier so direkt vorm Haus, könnt ihr normale Schäden, sprich alles, was kein Totalschaden ist, ohne Reparaturset reparieren. Okay. Ihr müsst auch Totalschäden hier hinschleppen, um die in Auftrag zu geben. Das heißt, der Fahrzeugbesitzer muss dann immer kurz mitkommen und diesen Auftrag unterschreiben. Mhm. Wenn ihr, das kostet dann auch ein Reparaturset, so ein Totalschaden. Und wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in Palito Bay steht ein Auto und braucht einen neuen Reifen, dann fahrt ihr da hoch, braucht aber, um diesen Reifen anzuschrauben, oben auch einen Werkzeugkasten. Mhm, okay. So. Und alles, was hier deswegen, wenn möglich, immer hier unten in der Werkstatt reparieren, Kleinigkeiten, weil das kostet uns nicht viel. Ja, das ist klar. Und so, dass die Repkits größtenteils nur für Totalschäden sind. Verwahrstelle, ich weiß, Charlie, kennst du die Verwahrstelle schon? Ich glaube, da habe ich mein Auto schon mal geholt, ja. Ja, da ist diese eine gelb schraffierte Fläche, da müsst ihr das Auto draufziehen und dann einfach mit dem Endmuskel drauf zeigen und dann verwahren. Und ihr habt ja auch, das könnt ihr bei meinem jetzt sogar testen, auch wenn ihr nicht im Dienst seid, wenn ihr hier mal Endmuskel und dann da drauf und dann habt ihr das ACS-Diagnose-Tool. Mhm. Und da seht ihr dann zum Beispiel, wie die Reifen abgefahren sind, wie kaputt der Motor ist und sowas. Okay. Okay, cool. Irgendwie gibt es im Moment den Fehler, dass manche Bordcomputer in den Fahrzeugen die Reifenabnutzung nicht richtig anzeigen. Ja, so wie bei mir. Ja, genau, aber unser Diagnosetool kann das dann immer noch eigentlich. Und genauso wird halt auch repariert oder verwahrt oder Totalschäden angenommen und sowas. Inspektionen kriegen wir noch. Machen wir erstmal nur so extern in den Akten. Ja. Jo. Das war's. Wie gesagt, wir fragen, habt ihr Fragen? Fragt sie. Nee, ich hab's heute alles verstanden.
Tor aufschließen, ich könnt alles. Ihr jetzt auch alle, wenn ihr nicht im Dienst seid, damit ihr hier rein und rauskommt. Mhm. So. Aber jetzt nochmal zum Hotel, Florian. Ich meine, erst noch den Morgen wieder. Jo. Ja. Alles klar. Und auch schon, danke alle. Okay. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht zusammen. Guten Abend. So, gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Alex, ich brauch dich mal kurz. Wofür? Ich muss dir was zeigen. Zeig mal. Geh dann auch mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Muss mitfahren. Jo, hau rein schon. Wohin denn? Kannst du hier stehen lassen. Komm einfach mit. Noch viel verkehrte Welt, wenn Mediziner beim ACLS anfangen wollen, oder? Kommt mir das bloß so komisch vor. Da kommt mir das bloß so komisch vor. Was die alle haben mit dem Team. Total Schäden, aber gut. Schauen wir mal. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Fängt doch nicht an zu regnen, oder? Dann mieten wir uns hier noch ein Zimmer für die Nacht. Ist ja günstig. Ja, toll. Clash. Ich bin gerade betreten, crasht mir GTA weg. Na supi. Launch, nochmal.
alten Schuhschlade. Da will ich noch mein Auto einparken. Das ist eine Bruchbude. Parken wir noch das Auto ein. Super. Dann haben wir es soweit geschafft. Dank der Charlie fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.